Hallo Leute. Oh nein, Lilly. Sieht so aus, als würdest du im Matsch feststecken. Was ist passiert? Du hast das Schlagloch nicht gesehen? Das ist ja seltsam, Ben. Du bist dir sicher, dass Matt hier heute Morgen eine Straßensperre aufgestellt hat? Aber wo ist die Sperre jetzt? El pipapo, la boobie. Du fährst zu Tom für eine Autowäsche, Lilly? Gute Idee. In der Zwischenzeit rufen wir besser die Streifenwagen, Ben, damit sonst niemand in das Schlagloch fährt. Leute, wir haben einen Notfall bei Bens Bauernhof. Da ist ein sehr tiefes Schlagloch voll mit Matsch, wo Tom gerade Lilly rausgezogen hat. Matt, es sieht so aus, als wäre die Straßensperre, die du heute Morgen aufgestellt hast, verschwunden. Könnt ihr dort sofort hinfahren und herausfinden, was passiert ist? Großartig, auf geht's! Die Streifenwagen sind hier, um zu helfen, Ben. Das ist sehr seltsam, Matt. Du hast die Sperren hier aufgestellt und jetzt sind sie verschwunden. Du hast recht. Das ergibt keinen Sinn. Kannst du etwas entdecken, Frank? Du denkst, jemand hat die Straßensperren auf Bens Bauernhof gezogen? Wer ist denn da in deinem Maisfeld, Ben? Klein Ben und Klein Jerry? Sie spielen ein Labyrinthspiel? Was meinst du, Matt? Du meinst, die Kleinen haben damit nichts zu tun, nicht wahr? Klein Jerry, weißt du, was mit den Straßensperren passiert ist, die rund um dieses Schlagloch standen? Klein Jerry, du hast die Straßensperren in eurem Labyrinth benutzt, um Klein Ben vom Weg abzubringen? Schau doch bitte mal nach, ob du Klein Ben in dem Maisfeld entdecken kannst, Hector. Da ist er ja. Weißt du jetzt, wie gefährlich es ist, Schilder von der Straße zu entfernen, Klein Jerry? Okay, dann könnt ihr jetzt weiterspielen, ihr Kleinen. Aber diesmal ohne Schummeln.
Vielen Dank für eure Hilfe, Streifenwagen. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.